kommt die Schauspielerin? Oh nee, das war schlecht. Das war. Hallo! Violetti wird jetzt Filmstar. Das ist eine Klappe. Und jetzt geht's los. Wir haben schon geübt, aber Violetti hat es nicht gleich hingekriegt. Aber jetzt geht's richtig los mit euch. Der Hut sitzt nicht. Jetzt. Klappe die dritte. Das stimmt gar nicht, du warst schon mal Klappe 10. Hey, du Verräter. So, liebe Leute. Also jetzt geht's los nochmal. Hallo. Nicht schlecht. Hallo, hallo. Jetzt mach schon. Jetzt aber Klappe die 11. Hey Toni, du musst eine Klappe machen vielleicht. Okay, ich hole eine. Jetzt geht weiter. Klappe 11. Violetti. Violetti, komm, du bist dran. On stage. Nee, wie heißt das? Vor die Kamera. So, jetzt geht's los. Ich bin jetzt nämlich ein Filmstar bald. Rede nicht so lange, mach einfach. Oh, du bist so ein Schatz, dass du das für mich machst, alles, Toni. Guck mich an, wie schön ich bin. Oh, da fällt mir gerade der Hut runter. Hallo? Oh nein. Aber jetzt? Okay, klar. Oh nein. Ich hol ihn. Augenblick. So, Klappe hast du ja schon. Ja, Klappe hab ich. Dann geht's jetzt los. Okay. Man tun die nicht mehr als Bild jetzt. Ich bin Violetti Spaghetti und ich, oh nein, oh nein. Ich mach's jetzt ohne Hut. Ich will euch was sagen. Ich werde Schauspielerin. Warum eigentlich? Weil Monique Sonnenschein so einen schönen Film gemacht hat. Der mit den Hexen? Ja klar, was meinst du, warum ich sonst einen Hexenhut aufhab? Du wirst großer Filmstar. Komm, wir schneiden jetzt einen Film. Wie geht denn das? Zeig ich dir. Schere, muss man aufpassen, hat Monique Sonnenschein gesagt. Schere, Film. So, okay, schneiden. Und. Oh, go. Telefon. Violetti Spaghetti im Zauberwald bei Monique Sonnenschein. Wer stört uns denn jetzt? Warum denn stören? Hier ist Monique. Hi, Violetti. Oh, hallo Monique Sonnenschein. Nein, nein, kein Problem. Wir warten auf dich. Bin schon fast zu Hause. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao, Kakao. Das war Monique Sonnenschein. Die kommt jetzt. Jetzt können wir den Film nicht fertig schneiden. Sie kommt. Psst. Ja, was macht ihr zwei denn da? Ihr sitzt auf dem Sofa. Ich wollte gerade kochen. Ja, mach ruhig. Ist irgendwas passiert? Was hast du da gerade weggeschmissen, Violetti? Gar nichts. Flunkern ist blöd. Ach so? Flunkern ist blöd. Ach so? Violetti? Ja? Gib's ruhig zu. Okay, eine Schere. Eine Schere? Die spitze Schere? Ja. Ich schau mal. Oh oh. Ich habe mit der geübt, ganz lange, dass ich's kann. Okay, aber was hast du denn mit der Schere vorgehabt eigentlich? Wir schneiden gerade einen Film. Wir schneiden einen Film. Aha. Oh. Kannst du mir mal erklären, warum? Naja, du warst doch jetzt beim Film und ich will jetzt auch Filmstar werden. Und warum zerschneidet ihr dann? Ihr wolltet jetzt wirklich eine DVD zerschneiden? Macht man es nicht so? So macht man es nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich erkläre euch beiden, wie das so funktioniert und auch euch, wie der Hannes unseren Film, also meinen Märchenfilm geschnitten hat. Der ist nämlich gerade dabei. Echt? Ja, deshalb willst du ja wohl Schauspielerin werden. Eine echte Violetti-Hexe. Mit den Haaren funktioniert das bestimmt super gut und mit dem coolen Hut. Also wir fahren jetzt einfach nach München und dann zeige ich euch, wie der Hannes meinen Märchenfilm schnippelt. Super Idee. Dir passt der Hut eh nicht. Sei nicht so frech. Los geht's. Vielleicht müssen wir Sesam, öffne dich sagen.
Sesam, öffne dich. Hat funktioniert. Ich schaff das. Wir müssen auch gucken. Aussteigen. Okay. Okay. So, und jetzt sind wir da. Durch das große Tor gefahren, mitten in München. Und jetzt schauen wir mal, wo es lang geht. Oh, ich bin schon gespannt, wie die Hexen aussehen. Du hast sie ja noch gar nicht gesehen, Violetti Spaghetti. Ich auch nicht. Toni auch noch nicht. Jetzt dürfen wir nämlich dem Hannes über die Schulter gucken, wie er meinen Märchenfilm schneidet. Und ich bin echt auch so gespannt. Wow, Studio. Da steht Studio. Jetzt geht's ab ins Studio. Du bist der Hannes? Ja. Und das ist die Violetti und der Toni. Violetti Spaghetti. Toni Marconi. Hannes, dürfen wir reinkommen? Ja, kommt doch rein. Die Violetti ist schon so gespannt, wie das funktioniert. Die hat sich ja zu Hause schon als kleine Hexe verkleidet, weil sie nämlich schauspielern will. Und da habe ich ihr gesagt, du hast gesagt, du musst mir das zeigen, wie das funktioniert, wie der Hannes das macht. Boah, der Hammer. Lauter Technik, ich flipp aus. Und ich erst. Sag mal, Hannes, das ist ein mega, wie heißt das nochmal? Das da? Ja. Das ist ein Mischpult. Das ist für Ton, Mischung. Das heißt, dass wir da verschiedene Aufnahmen, Tonspuren von verschiedenen Mikrofonen zusammenmischen können. Wow, toll. Aber wie viele Spuren sind das? Das sind ja ganz schön viele. 32. 32, Wahnsinn. Wow. Ein großer Bildschirm, ein kleiner Bildschirm und sogar ein Keyboard. Damit macht der Hannes die Musik für den Märchenfilm. Und auch schon für mein Hörspiel hat er die Musik mit dem Keyboard aufgenommen. Mhm. Ist auch Herr Mörchen dabei? Der ist auch dabei. Oh, soll man mal suchen, wo er ist. Schau mal hier. Ja. Da sieht man ihn. Schau. Oh, hier. Der ist so süß. Mua. Da ist der Herr Mörchen. Und die da links, da links, die mit der Brille, wer ist denn das? Das ist die Oberhexe Trullerschnupf, Violetti. Voll cool sieht die aus. Hannes, jetzt erzähl mal ein bisschen was. Also, wir waren ja beim Aufnehmen bei der Monique und haben mit zwei Kameras die Szene gefilmt. Und jetzt können wir hier im Studio... Warum mit zwei Kameras? Na, dann kann man nämlich immer von der einen Kamera in die andere springen beim Wiedergeben. Und dann wird es einfach interessanter. Und dann kann man hier im Schnittprogramm, das habe ich jetzt hier geöffnet, hin und her schneiden. Also jetzt guck mal, hier geht's los hier vorne. Zack, da hört man die Klappe noch. Eine richtige Klappe. Vom Film, schau, da. Boah, wozu braucht man das? Wenn man jetzt die Bilder vom Film einzeln ablaufen lässt, dann sagt er 30 und macht die Klappe zu. Und dann sieht man hier genau das Bild, wo die Klappe zu ist. Ja. Und genau bei dem Zeitpunkt, der ist ja auf allen Aufnahmen drauf, auf allen Kameras und auf allen Mikrofonen und so weiter. Und genau bei diesem Zeitpunkt lasse ich dann alles anfangen. Dann kommt das so übereinander. Und du kennst dich aus durch diese, durch die Klappe und... Ja. Weil da die Nummern alle draufstehen. Genau. Sonst wäre es ja voll chaotisch. Ja, klar, weil wir haben ja hunderte von Aufnahmen und da muss man dann erstmal gucken, was gehört zusammen. Mhm. Genau, und weil der Mann am Anfang mit der Klappe auch sagt, welcher Take, von welcher Szene das ist, das man gerade aufnimmt. Was ist ein Take denn? Take ist die Version. Mhm. Also eine Szene hier am Lagerfeuer, wo quasi der Zauberspruch rausgezogen Habt wurde. Habt ihr nur am Lagerfeuer gedreht, oder was? Nein, wir waren nicht nur am Lagerfeuer. Nein, nein, nein. Wir hatten was ganz Cooles, sogar eine Nebelmaschine. Eine Nebelmaschine im Wald und wir hatten... ja, im Häuschen von Monique, im Windschiefen waren wir. Echt? Ja. Ja, und das war echt voll toll. Da hängen meine ganzen Schuhe von den Wänden. Ja. Und es war echt spannend. So sah es da aus. Voll gemütlich. Echt. Und, oh, deine Schuhe. Und die Geige.
Und den Regen, wie macht ihr denn eigentlich den Regen? Magst du uns das noch verraten? Weil die Hexe Schrumpelkraut, die kommt da nämlich im Regen an. Ja, das war auch ganz... Hast du eine Gießkanne dabei gehabt? Nee, oder was? Den Regen den machen wir hinterher künstlich rein. Und auch der Nebel wird künstlich hergestellt durch die Nebelmaschine. Oder wie ihr seht, hier läuft die Fabi rum und räuchert mit Kräutern. Und das sind die Nebelschwaden. Und das Licht, das du siehst, das ist von Scheinwerfern? Echt? Und ich dachte, das wäre echt der Mond, der da scheint. Das ist die Szene, Violetti, bevor wir bei den Hexen sind am Lagerfeuer. Ja. Wir hatten auch ein künstliches Lagerfeuer sogar. Das gibt's? Das gibt es. Schau mal, da hinten hast du es gerade gesehen. Da. Schau mal. Wie ein echtes Lagerfeuer. Ja, es flackert wie ein echtes Lagerfeuer. Sieht aus, als gehe ich zum Lagerfeuer. Mhm. Und da hat die Oberhexe Trullerschnups meinen Zauberspruch. Rimbaramba, Zimba. Zamba! Es gab natürlich ein echtes Lagerfeuer mit dem richtigen Hexenkessel. Und das ist die Einstellung der Kameras, die immer genau kontrolliert wurde. Und Herr Mörchen war am Set mit seinem eigenen Text. Wer hatten die tollen Hexen so geschminkt eigentlich? Das war eine richtige Maskenbildnerin. Die Sabine hat das ganz toll gemacht. Wow, so viele Farben! Mhm. Und da haben sich die Hexen dann alle vorher noch ihre Kostüme angezogen. Das war auch ganz aufregend. Wo bist denn du da? Im Bettchen, im windschiefen Häuschen mit Herrn Mörchen. Ja. Da guckst du aber ein bisschen komisch. Finde ich auch. Ich war ja ganz schön müde. Herr Mörchen kommt hier rein, es ist ja morgens in der Geschichte. Und eine Angel gibt's auch, wo Fische dranhängen. Wie eine Angel, wo Fische dranhängen? Hannes hat gesagt, eine Angel gibt's. Das ist eine Angel? Keine Angel zum Fische fangen. Nein, das sagt man zu einem langen Stab, an dem vorne das Mikrofon da dran ist. Und da gibt's dann einen Mensch, der hält den Stab dann immer genau so, dass er nicht von der Kamera gefilmt wird. Und das ist ganz schön anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Da kriegt man Muckis. Mhm. Und jetzt wolltest du uns zeigen, ja. wie man was hell und dunkel machen kann. Ja, das kann man natürlich im Nachgang hier auch alles machen. Wenn ein Bild zu dunkel ist an sich, dann kann man es heller machen. Kleines Ding nur draus. So. Wahnsinn, dass du dich da so auskennst. Guck mal hier. Da kann ich auch hier noch angucken. Ui, schau mal ihr beiden, seht ihr? Oh. Vorher, oh, nachher. Oh ja. Vorher, nachher. Mega. Ich würde auch mal Filmemacher. Du wirst Filmemacher. Muss man sowas eigentlich lernen? Oder natürlich hast du muss man es lernen, sonst ja? kann man es nicht. Mhm, siehst du, Toni, also das ist... das kann man entweder in der Schule machen oder eben sich selbst alles beibringen. Und du hast dir ganz viel selber beigebracht. Ja, genau. So wie ich mir als Kinderzauberin. Wenn man etwas ganz gerne mag, dann kann man sich ganz viel selber beibringen. Mhm. Wenn der Film quasi geschnitten ist, dann werden alle Farben nochmal bestimmt und hell und dunkel und wann es wo wie bunt ist und so weiter. Da bin ich ja schon ganz gespannt auf das Endprodukt. Ja, also ich mache hier den Schnitt. Dann kommen die geschnittenen ganzen Aufnahmen einmal zum Simon. Der macht dann den Ton mit der Tonmischung. Ja. Und dann kommen die ganzen auch gleichzeitig die Aufnahmen zum Peter. Der macht dann die ganzen Farben schön. Toll. Vielen Dank und wir sind ganz gespannt auf das Endprodukt. Jetzt fahren wir wieder in den Zauberwald, weil München ist mir ein bisschen zu groß. Mir auch. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Hannes. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Eine Freude. Violetti Spaghetti. Toni Macaroni. Und eure Monique Sonnenschein.